Morgen ist es wieder soweit. Morgen ist Donnerstag und damit bekommen wir morgen auch wieder ein neues Fahrzeug in GTA Online. Vielleicht sogar noch mehr Content, das verrate ich an der Stelle aber noch nicht, aber in dem Video. Insofern bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Außerdem sprechen wir darüber, was du heute auf jeden Fall noch in GTA Online machen solltest, weil du es sonst verpasst. Also du merkst, wir haben heute eine Menge zu besprechen, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest bisher eine schöne Woche und bist jetzt ready für die Informationen, die du brauchst morgen für die neue Eventwoche. Ich würde sagen, wir labern auch gar nicht ewig herum, sondern start direkt mit den Sachen, die du heute noch erledigen solltest, bevor morgen eben eine neue Eventwoche startet. Naja, die aktuelle Eventwoche ist zwar bei den Rabatten ganz nice, auf die möchte ich aber jetzt gar nicht mehr weiter eingehen, weil entweder du wolltest was von der Eventwoche haben oder nicht, dann hast du es dir schon geholt oder du wirst es ja auch nicht mehr holen. Woran ich aber nochmal erinnern möchte, ist auf das aktuelle Casino-Fahrzeug, das wäre das Vito Modern. Das ist dieses kleine Go-Kart, welches ihr euch im Casino kostenlos abholen könnt. Und noch der Dominator GTT, der im Moment ein Preisfahrzeug ist. Insgesamt müsst ihr in 10 Rennen unter die Top 5 kommen. Ich denke, das ist eine Challenge, die kann jeder richtig schnell, richtig easy machen. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr noch Leute braucht, um diese Challenge zu machen, dann geht einfach auf meinen Discord-Server. Dort findet ihr immer Leute zum Mitspielen, für egal ob PlayStation, Xbox oder PC. Und ich denke, der Dominator GTT ist ein sehr, 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 sehr geiles Fahrzeug vom neuen Los Santos Tuners DLC. Und wenn man das jetzt gratis bekommen kann, wäre es einfach nur verschenkt, wenn man das eben nicht macht. Okay, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zur aktuellen Eventwoche noch sagen kann. Viel wichtiger ist allerdings, was uns denn morgen Neues in GTA Online erwarten wird. Naja, zunächst einmal werden wir ein neues Auto bekommen. Das ist der Sultan RS Classic. Dieser ist ein Sportwagen, welcher uns zwischen 1,3 und 1,8 Millionen GTA-Dollar kosten wird. Außerdem bekommen wir natürlich morgen neue Doppelgeld, Doppel-RP-Mission, neue Rabatte, das ist ja alles klar. Aber damit nicht genug. Und zwar bekommen wir morgen natürlich auch ein neues Preisfahrzeug. Und hier kann man aus zwei wählen. Entweder wir bekommen morgen den Mamba, dieser kostet normalerweise 1 Million. Oder den Privian für normalerweise 1,1 bzw. 1,5 Millionen GTA-Dollar. In der Casino-Liste, also im Casino, bekommen wir auf das Glücksrad entweder den GB200, welcher normalerweise 900.000 GTA-Dollar kostet, den Landstalker XL für normal 1,2 Millionen, die Electro für 1 Million bzw. 750.000, den Outlaw für normal 1,3 bzw. 950.000, oder den Adder, der genau 1 Million kostet. Diese Liste ist jetzt von Stand letztem Freitag, denn das Video hier ist vorproduziert, da ich aktuell im Urlaub bin, das Video hier vorproduziert habe und natürlich dann nur die Informationen hier drin verwenden kann, welche ich auch am Freitag hatte. Sollte Test2 oder sonst irgendein Leaker bestätigen, dass auf der Casino-Liste bzw. der Preisfahrzeugliste zwischen Freitag und Dienstag bzw. Mittwoch sich noch weitere Fahrzeuge draufgekommen sind von Rockstar Games, werde ich das auf Instagram gepostet haben. Also wenn du mir auf Instagram folgst, merkst du schon, bist du immer up to date, auch wenn ich gerade kein Video machen kann. Also ihr merkt, es lohnt sich auf jeden Fall auf Instagram zu abonnieren. Außerdem seht ihr da mal, wo ich da so im Urlaub bin. Und das ist nice. Morgen gibt es übrigens die Eventwoche vom Strand aus. Ich denke, das hatten wir auch noch nicht bisher. Was könnte morgen noch kommen? Naja, wir könnten auch neuen Content bekommen. Zum Beispiel die Schatzsuche mit dem Piraten-Outfit wäre meines Erachtens langsam mal dran. Außerdem gibt es noch die Go-Kart-Rennen. Wir haben ja letzte Woche bereits den Gegnermodus bekommen. Jetzt gibt es auch noch mal Rennen irgendwann. Außerdem gibt es noch das Prunk and E-Cola-Event, was ich auch nicht weiß, wann Rockstar Games das einplant, weil es halt irgendwie keinen Bezug zu einem realen Ereignis hat, meines Erachtens. Und dann hätten wir eben noch den Mini-Heist, welcher immer noch im Spiel ist. Es fehlt ja noch einer, damit wir alle 8 Release bekommen haben. Und noch ein bisschen was mehr. Also ihr merkt, GTA wird auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was uns morgen in GTA erwartet. Gut, ich kann selber leider nicht zocken, aber wie gewohnt erhaltet ihr bei mir morgen früh auch natürlich die Eventwoche bzw. ein Video dazu. Ja, Freunde, ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat. Ansonsten natürlich gerne ein Abo. Und an der Stelle bin ich jetzt auch schon raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem natürlich einen angenehmen Tag. Kommt gut durch die Woche, freut euch morgen auf die neue Eventwoche. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. Anderson ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. Anderson ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it.